Hi Leute, heute gibt es ein neues Steelbook-Update. Los geht es nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection. Mich hat vor 2 Tagen ein neues Steelbook erreicht per Post. Und zwar habe ich mir bei der Online-Plattform cd.de einen neuen Film bestellt, und zwar geht es um den Disney-Film Vaiana. Davon habe ich mir das D-Book bestellt und das möchte ich euch jetzt in der Ego-Perspektive vorstellen. Viel Spaß! Willkommen zurück in der Ego-Perspektive. Hier ist das coole Teil. Wie gesagt, das gab es bei cd.de für 14,99 Euro. Hier ist auch die 3D-Version enthalten und bei diesem Preis musste ich unbedingt zuschlagen. Den Film habe ich auch noch nicht in meiner Sammlung, da hat es sich gleich doppelt gelohnt. Ja, wir packen das Ding jetzt mal aus. Dann schauen wir uns hier die J-Card an. Wenn ich sie dann abbekomme, ist auch wieder mit Klebepunkten fixiert und die bleiben natürlich am Steelbook kleben, nicht am Papier. Aber egal, schauen wir uns erstmal die J-Card an. Disneys Vaiana, voller Magie und sagenhafter Schönheit. Da haben wir eine kleine Inhaltsangabe, die könnt ihr euch mal durchlesen. Ein paar Szenenbilder. Ich fand den Film richtig schön, hat mir damals Spaß gemacht, den zu schauen. Ich hatte den mir bei Prime ausgeliehen und jetzt habe ich ihn endlich in meiner Sammlung. Ja, das ist die J-Card. Kommen wir zum Steelbook selbst. Von vorne ziemlich schlicht gehalten, aber das Artwork ist trotzdem sehr gelungen, gefällt mir richtig gut, es hat was. Man sieht hier die zwei Hauptprotagonisten auf ihrem Floß, wie sie über das Meer gleiten in Richtung einer Insel. Oben noch ein paar Wolken. Oben noch ein paar Möwen. Ist ziemlich schön gestaltet, gefällt mir richtig gut. Gehen wir zum Spine, das ist typisch Disney-mäßig. Man sieht ein paar Charaktere aus dem Film auf dem Spine. Oben steht noch Disney. Wir haben hier keinen Schriftzug, der den Titel des Films verrät. Weder vorne noch hinten oder auf dem Spine. Gefällt mir manchmal ganz gut, auf dem Spine wäre es okay. Aber so auf der Front- und Rückseite finde ich es oft auch gut, wenn da gar nichts steht und einfach nur das Artwork für sich selbst spricht. Gehen wir zur Rückseite. Auch das ist schön gestaltet. Ignoriert jetzt mal diese Klebepunkte, die muss ich nachher noch entfernen. Aber die Farbgestaltung, das Wasser wirkt hier richtig cool. Und ist auch simpel, aber ein sehr schönes Artwork. Gefällt mir im Großen und Ganzen richtig gut. So, ich guck mal, ob da ein Digitalcode drin ist. Nein, ist nichts drin. Also können wir uns das Ganze mal anschauen. Die Digitalcodes veröffentliche ich jetzt immer auf meiner Facebook-Seite. So sieht das Ganze aus, wenn es geöffnet ist. Ist ein sehr cooles D-Book, gefällt mir richtig gut. Schauen wir nach innen. Hier haben wir 2 Discs. Hier war nur noch ein bisschen Werbung drin. 2 Discs, einmal die 3D-Disc. Die sieht so aus, ist jetzt ein bisschen unspektakulär gestaltet, aber dass die 3D-Version dabei ist, finde ich richtig cool. Für den Preis kann man da gar nicht meckern. Jetzt muss ich die andere Disc noch rausbekommen. Das ist die normale Blu-ray-Disc. Von Disney kann man da wieder höchste Qualität erwarten. Die lassen sich da nicht lumpen, was ihre Qualität der Blu-rays etc. angeht, allgemein ihrer Filme, Waren etc. Und das Innenartwork sehe ich jetzt schon, gefällt mir auch richtig gut. Das sieht richtig mega aus, ist auch schön kräftig gestaltet von den Farben her. Man hat hier eine kleine Actionsequenz auf Wasser, eine Verfolgungsjagd und sieht richtig cool aus. Und ich halte das Ganze mal ein bisschen näher. Sieht richtig mega aus. Das D-Book hat komplett keine Prägung. Schauen wir uns nochmal die Frontvornamen an. Wie gesagt, keine Prägung, aber das D-Book ist richtig schön. So sieht die Rückseite aus. Nachher muss ich die Klebepunkte entfernen. Ja, und das war schon zu diesem D-Book. Ich wechsle jetzt nochmal in die normale Position und sage noch ein paar Worte. Bis gleich.
Ja, das war das D-Book zu Vaiana. Ich finde den Film ziemlich cool und ich finde auch diese Disney D-Books richtig gelungen und ist ein cooles Update. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo hier. Besucht auch mal meine Facebook-Seite Benny's Movie Collection. Dort gibt es auch Reviews in schriftlicher Form. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Euer Benny. Ciao. We'll be right back.